Der Verkehr in der Stadt Zürich stößt an seine Grenzen. Das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung steigt. Doch was haben wir bisher geleistet? Und wohin führt uns die Zukunft? Die Rosengartenstraße. Circa 56.000 Autos fahren täglich auf dieser vierspurigen Blechlawine mitten durch das Wohnquartier Wipking. Dies hat massive Auswirkungen auf Luft- sowie Lärmbelastung. Noel Räderlechner von der Stadt Zürich betreibt die Luftmessstation vor Ort und untersucht die Feinstaub- sowie Stickstoffdioxidentwicklung. Feinstaubentwicklung hat sich eigentlich dahingehend entwickelt, dass sie flächiger geworden ist. Das heisst, dass sie gleichmäßig verteilt ist in der ganzen Stadt. Es ist doch auch recht zurückgegangen. Bezüglich Stickstoffdioxid sieht die Situation ein bisschen anders aus. Welcher Wert findet man dort, wo es viel Verkehr hat, also auch dort. Es ist aber so, dass die Belastung direkt an der Nähe der Strasse am höchsten ist und dass das Quartier innen dann relativ schnell auch abklingt. Die Politik diskutiert seit Jahren über den möglichen Bau eines Rosengartentunnels. Dieser würde am Ende der Hartbrücke, also oberhalb des Wipkinger Platzes, anfangen und am Buchheckplatz wieder aus dem Boden kommen. Viele Anwohner sehen in dem Milliardenprojekt eine Lösung des Problems. Den Tunnel würde ich begrüßen. Es würde die alten schönen Häuser hier aufwerten. Und sagen wir, wenn man hier eine Allee würde machen mit den schönen Bäumen oder so, das wäre super. Anderer Meinung ist Silas Hobby, Geschäftsleiter des Verkehrvereins Umverkehr. Mit seiner Organisation setzt er sich für einen autofreieren Verkehr ein. Ja, mein Befürworter auf jeden Fall nicht. Es ist ein sehr teures Projekt. Und so teure Projekte, die so Infrastrukturen bauen, führen in der Regel dazu, dass der Druck enorm wird, dass man die Infrastruktur auch auslastet. Sprich, dass es mehr Verkehr wird geben. Was man auch noch sagen muss, ist, es sollte ja eigentlich dazu dienen, dass das Quartier attraktiver wird. Und ein Quartierzentrum künftig könnte natürlich der Wipkinger Platz sein. Also das Ziel müsste sein, der Wipkinger Platz um ein Quartierzentrum aufzuwerten. Und das wird verunmöglicht mit diesem Projekt, weil da wird es ja massive Tunnelportale geben, die dort rauskommen, also wo der ganze Verkehr dort auf die Hartbrücke aufschwemmt. Und das ist eigentlich nicht für die Quartierbevölkerung kein Mehrwert. Unsere Lösung für die Rosengartenstraße ist relativ einfach. Man muss auf eine Spur reduzieren in beide Richtungen, damit es genug Platz gibt auch für entweder eine separate Busspur oder vielleicht in Zukunft auch mal eine Tramlinie. Doch was sieht Silas Hobby als Lösung für das Verkehrschaos in der ganzen Stadt? Als Lösung sehen wir vor allem, dass man dem Autoverkehr weniger Platz gibt. Das heisst insbesondere auch im ruhenden Verkehr, also den parkierten Autos. Oder man muss wissen, dass Autos im Schnitt nur eine halbe Stunde am Tag unterwegs sind. 95% der Zeit stehen sie ungenutzt rum. Das Ziel muss ganz klar sein, dass der Verkehr zunehmend kann mit den Füßen, mit dem Velo oder mit dem öffentlichen Verkehr bewältigt werden. Deshalb nimmt sich das Hobby auch monatlich an einer Velo-Demo teil, die sich für mehr Fahrradwege einsetzt. Doch nur ganz mit Fahrrädern lässt sich der Verkehr nicht regeln. Wir brauchen noch immer unsere geliebten Blechkisten. Aber auch hier strebt sich eine kleine Revolution an. Das automatisierte Fahren. Viele Unternehmen werben schon jetzt von den Vorteilen dieser komplexen und umstrittenen Technologie. Kann man einem Computer wirklich ein Menschenleben anvertrauen? Marco Rothenfluh, Verkehrsplaner von EBP, hat eine Studie über das autonome Fahren geschrieben.
Also es ist so, dass technisch einiges im Gang ist. Heute mit diesem ganzen Assistenzsystem sind wir da schon ein bisschen in den Vorformen des automatisierten Fahrens. In Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass man selber nicht mehr am Steuer wird hocken und wird lenken. Das Ganze hat natürlich grosse Auswirkungen. Das heisst, es können Autos neu auch leer unterwegs sein. Das heisst, man transportiert nur noch Luft, statt dass man auch immer Leute transportiert. Und das heisst natürlich auch, dass so ein Auto vielleicht die ganze Zeit im Einsatz ist. Heute steht das Auto mehrheitlich, dass nachher in Zukunft die Autos ständig unterwegs werden sein. So wird insgesamt auch sehr viel Verkehr generiert und wahrscheinlich braucht es da Massnahmen, dass man genau das unkontrollierte Verkehrswachstum eindämmt, dass Autos aber vielleicht nicht allein unterwegs sind, sondern dass man das Gegenteil kann bewirken kann, dass man mehr Leute in ein Auto hineinbringt, wie das heute ist. Dass die Technologie bald verbreitet sein wird, sind sich viele einig. Aber wie kann das System am besten in den Verkehr integriert werden? Es muss dazu führen, dass Kapazitäten besser ausgelastet werden. Im Moment ist ja im Spitzenverkehr, also zu den Hauptverkehrszeiten, nur in jedem 10. Auto eine zweite Person. Also im Durchschnitt sitzt nur 1,1 Personen im Pendlerverkehr im Auto. Und bei den autonomen Autos wird häufig gesagt, ja, die werden dann geteilt und da sitzen dann mehrere Leute zusammen und es gibt ein Sammelbussystem. Das würden wir auf jeden Fall begrüßen und das denkt man auch, dass das eine Chance sein kann. Aber für das braucht es einfach Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es auch so passiert. Sonst passiert es, dass Einzelpersonen nachher ihr Büro im Auto haben oder am Freitagabend im Ausgang anstatt in eine Disco oder ins Kino fahren wir in der Stadt rum und schauen einen Film dazu. Das kann es natürlich nicht. Genau solche Projekte sind heute schon in Entwicklung. Autonome Kleinbusse, die Leute bequem von einem Ort zum anderen transportieren. Genutzt können diese zukünftig sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für den privaten Gebrauch. Bestellen kann man sich die Taxis einfach per App an den gewünschten Standort. Mit diesem System kann ein Fahrzeug seine Kapazität vervielfachen, da es ständig Fahrgäste transportieren kann. Aber wie weit darf man die Zukunft fantasieren? Was kann bald Realität sein? Und wovon sind wir noch weit entfernt? Das Unternehmen Volocopter in der Nähe von Karlsruhe entwirft einen elektrisch betriebenen Multicopter, der bald Menschen durch die Lüfte transportieren wird. Vor Ort werden die ersten Prototypen entworfen und gebaut. Dabei werden ganze 18 elektrische Hochleistungsmotoren verwendet, um sanfter und auch sicherer bei jeder Wetterlage fliegen zu können. Stefan Wolf, Mitgründer von Volocopter, sieht eine Zukunft für diesen emissionsfreien Luftverkehr in Großstädten. Der Volocopter ist zunächst mal für Kurzstrecke konzipiert, das heißt, wir können kurze Strecken sehr gut abbilden, also zum Beispiel in Städten. Und was dabei ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist der Lärm. Das heißt, der Volocopter ist extrem leise. Wir rechnen damit, dass wir in 3 bis 4 Jahren den Volocopter kommerziell einsetzen können. Zunächst als Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Start- und Landeplätzen, die fest eingerichtet sind. Und dann wird man zunehmend mehr Staaten-Landeplätze haben, sodass dann große Flächen abgedeckt sind. Heute müssen wir ja mit dem Volocopter noch einen Piloten haben. Die Technik ist aber im Prinzip schon so weit, dass man auch autonom fliegen kann. Nur ähnlich wie auf der Straße mit den autonomen Fahren müssen die regulatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, damit eben ja, das auch erlaubt ist, überhaupt autonom zu fliegen. Über verstopfte Straßen einfach wie im James-Bond-Film hinwegzufliegen, wünschen sich viele, die gerade im Stau stecken. Doch bis solche Systeme echte Verkehrsprobleme lösen, muss noch sehr viel investiert werden. In Zukunft sollen jedoch bis zu 1000 Passagiere pro Stunde von den Start- und Landeplätzen in den Megastädten wie New York, Singapur oder Dubai abgefertigt werden. Sobald ein festes Streckennetz einmal etabliert ist, soll ein Flug nicht viel teurer als eine Taxifahrt sein. Die innovativen Flugtaxis können in Metropolen im Ausland schon bald zum Alltag werden. In der Schweiz werden autonome Fahrzeuge vermutlich vorerst am Boden bleiben. Aber auch hier ist eine Lösung dringend notwendig, weil der Verkehr auf Straße und Schiene seit dem Jahr 2000 um 30% zugenommen hat.
Außerdem ist es wichtig, um die enormen Pendlerströme am Morgen und Abend zu reduzieren, dass möglichst viele Leute an ihrem Wohnort arbeiten und nicht täglich durch die halbe Schweiz fahren müssen. Ich finde eigentlich, die Zukunft sollte sein, dass man die Strukturen so schaffen kann, dass man in der Nähe vom Wohnort arbeiten kann und die meisten Bedürfnisse befriedigen kann. Also so eine Siedlungsstruktur, die sehr durchmischt ist, dass man kurze Wege hat, wo man eigentlich meistens zu Fuß oder mit dem Velo bewältigen kann oder vielleicht mal muss ein Tram nehmen. Je kürzer der Weg zur Schule, zur Arbeit oder zum Supermarkt, desto weniger belastet man den Verkehr. Ziel ist und bleibt, die Staus in den Innenstädten zu verringern. Denn diese rauben wertvolle Zeit, verpesten die Stadtluft und stressen alle Beteiligten. Um das drohende Verkehrschaos in den Griff zu bekommen, muss es auf alle Fälle eine Kombilösung geben. Vom Fahrrad über den autonomen Kleinbus bis hin zum öffentlichen Verkehr.